Ist auch Ihnen nachhaltiger Strom zu fairen Preisen ein Anliegen? Mit unserem Ökostrom Grün ES von den Stadtwerken Esslingen versorgen wir unsere Kunden zuverlässig, sauber und günstig. Wechseln Sie ganz einfach und kostenlos. Um alles andere kümmern wir uns. ESTV – Videos aus der Region. Insgesamt gingen 1024 Läuferinnen und Läufer im Sportzentrum Leinfelden am 23. Juli beim 4. Hand-in-Hand-Spendenlauf für das Kinder- und Jugendhospiz Stuttgart auf die Strecke. Ja, wir haben von Teilnehmern von jung bis alt im Endeffekt, Menschen mit Hund, mit Kinderwagen. Also bei uns geht es tatsächlich nicht um die sportliche Bestleistung, sondern um sich für den guten Zweck zu engagieren. Und natürlich tut man als netten Nebeneffekt noch seinem eigenen Körper was Gutes. Die 1024 Teilnehmer liefen zusammen 23.703 Runden. Dabei kamen 40.102,12 € zusammen. Eine Summe, über die man sich beim Kinder- und Jugendhospiz freuen dürfte, denn die Arbeit des Hospizes ist gerade für die schwer erkrankten Kinder und deren Eltern enorm wichtig. Jedes Kind, das so schwer erkrankt ist, dass es im Kindesalter versterben wird, hat ein Anrecht auf mindestens 4 Wochen im Jahr zur Entlastung in einem stationären Kinderhospiz. Das bedeutet eben, dass die Familien, die können mal das Kind ein Wochenende bringen, die können gemeinsam vielleicht 1 Woche, 2 Wochen wie Urlaub machen, zumal durchatmen, Kraft schöpfen, wieder einfach auch Mut zu haben, sich mit anderen Familien auszutauschen, auch Kraft zu bekommen für den Krankheitsweg, für den oft sehr belasteten Alltag. Und am Lebensende begleiten wir aber auch unbegrenzt lange, sodass auch ein Kind auch über mehrere Wochen im Kinderhospiz sein könnte. Rund 3000 Kinder und Jugendliche mit einer lebensverkürzenden Erkrankung leben in Baden-Württemberg, von denen ca. 350 im Jahr sterben. Dafür wird gerade in Stuttgart das stationäre Kinder- und Jugendhospiz gebaut. Es wird damit das einzige in Baden-Württemberg sein. 4-mal gingen die Läuferinnen und Läufer bisher in Leinfelden an den Start. Und was klein begann, steigerte sich in den Jahren immer mehr. Und die beiden hier sind die Dauerläufer des Spendenlaufes. 130 Runden bin ich jetzt gelaufen. Fühle mich auch dementsprechend K.O. Aber ich laufe bis heute Abend um 8 durch, ist mein Ziel. Ja, mal gucken, was geht. Das heißt, du wirst vermutlich den Rekord von letztem Jahr toppen, nehme ich mal an, von der Statistik her zumindest. Der ist von Falco aufgestellt, 205 Runden letztes Jahr. Wie war das für dich vom Feeling? Also nee, letztes Jahr war es wirklich ganz toll, wirklich einen super schönen Tag erwischt. Das Wetter war absolut traumhaft, ich hatte durch dich eine ganz tolle Unterstützung. Nee, es hat also wirklich alles gepasst, wobei ich muss jetzt mich mal Mitläufer im Prinzip hingeben. Also momentan die Füße auch ein bisschen müde. Ich würde ihm gerne den Sieg überlassen dann. Ob ich bis zum Schluss durchhalte, wage ich jetzt mal zu bezweifeln, aber er hat mich gerade so ein bisschen angezündet. Schauen wir mal, was passiert dann. Für einen neuen Rekord hat es mit 70,4 Kilometern zwar nicht gereicht, aber die Leistung ist trotzdem aller Ehren wert. Und auch wenn man nur ein paar wenige Runden gedreht hat, so macht man nicht nur etwas für den guten Zweck, sondern auch für seine Gesundheit. ESTV – Videos aus der Region.